Das Dead Island Franchise bekommt nun wahrscheinlich doch einen Film spendiert. Opocant Entertainment hat einen Deal mit Deep Silver unterschrieben. Nachdem der Deal mit Lionsgate geplatzt war, will Deep Silver nun in Kooperation mit Opocant Entertainment einen Dead Island Film produzieren. Zum jetzigen Zeitpunkt wird noch nach einem Regisseur gesucht, um die Dreharbeiten Anfang 2015 starten zu können. Im September 2011 gab es erste Gerüchte über eine Verfilmung des Actionspiels. Der preisgekrönte Trailer zu Dead Island erzielte innerhalb weniger Tage 1 Million Klicks, weshalb Hollywood auf das Dead Island Franchise aufmerksam wurde. Seitdem aber der Produktionschef bei Lionsgate, Ali Shamour, das Projekt verließ, lag es brach. Nun fielen die Rechte an einer Verfilmung zurück an Deep Silver, welche die Gelegenheit auch sogleich ergriffen, ihr Franchise weiter zu vergrößern. Voraussichtlich 2015 wird Dead Island 2 erscheinen, entwickelt vom deutschen Entwicklerstudio Jaga Development, welches durch den beklemmenden Anti-Kriegs-Shooter Spec Ops The Line bekannt wurde. Außerdem sind zwei Spin-Offs in der Entwicklung, das MOBA Dead Island Epidemic und Escape Dead Island.